Oh, Gold. Gold. Awesome. Oh, jede Menge Gold. Hm. Schön, schön, schön. Also Gold ist ja noch wertvoller als Gold. Ist gut. Ja, ja, ja. Ja, es dauert halt immer ein bisschen. Am Anfang ist es zäh, zäh, zäh. Ja, kein Problem. Oh, ich freue mich schon auf die anderen Items dann, wenn wir weiter sind. Das wird sehr spannend, spannend, spannend. Yep. Und vor allen Dingen auf Crimson, da will ich dann nachher auf jeden Fall rein. Weil die Altäre gibt's ja. Altare. Altärs. Über uns irgendwas? Nee, das sieht so komisch aus, wie das hier angeordnet ist. Über uns das ja. Nee, das ist Flasch, glaube ich. Ja. Hm. Oh, da, über dir. Ah, ja. Hier, schön, dieses rote Zeug. Ich habe das abgebaut, aber ich kann es nicht aufnehmen. Irgendwas. Das rote Zeug. Ja, hier war gerade aus den Rubinen, aber war es halt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Eine Rubine und dann aber eigentlich auch wieder nicht. Ja. Vielleicht war es eine Glasscherbe, ein gefälschter Rubin. Ja, wahrscheinlich. Du bist drauf reingefallen. Naja. Ja. So, hier ist aber jetzt Wasser, oder? Nee, da ist auch ein Fledermaus-Ding. Ist gut, dass wir zwei gleiche Videos machen. Ja, von zwei Seiten angreifen. Dann bist du schneller. Meine Spitzhacke ist ja schlechter als deine. Stimmt, ja. Komm, meine kleinen, komm. Oh, von hinten ist gemein. Oh, von vorne ist auch gemein. Hallo, kannst du? Mach ihn weg. Alter, wie Schaden er macht. Oh, ja, eben. Alter. Total krass. Trink einen Heiltrank. Hast du noch Holz dabei? Oh, ich hab Heiltrank. Ja. Nein, jetzt habe ich den Pilz gefressen. Das Problem gab es früher auch schon. Richtig, ja, ich dachte mich auch gerade. Schon weiß ich wieder, warum ich nie H gedrückt habe. Eisenerz. Weil hier ist zum Beispiel jetzt Smaragd. Den kann ich einsammeln. Ja, aber rote. Sah aus wie ein roter Rubin halt an der Decke. Und hier schon wieder, hier unten. Wo die Fackel draufsteht. Rubine hatte ich auch schon. Also irgendwie. Nee, doch nicht. Ja. Oh. Das ist ja auch geil. Guck mal, was hier gebaut hat bei mir. Die Fackel. Die steht im Wasser. Vita. Oh, da geht's weiter. Yay. Ja. Ah, hier ist noch. Dir. Brauchen wir den Tin noch? War das nicht gerade irgendwie überflüssig? Tin brauchen wir nicht. Haben wir nicht gesagt, das ist totaler Scheiß. Jetzt brauche ich meine Fackel ab. Au, 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 au. Uncool. Oh, was tust du? Ich sterbe meistens. Gibt's nur eins? Ich wollte gerade sagen, wir hätten eigentlich Teilchen und so und wäre eigentlich klüger gewesen. Ich sag mal, da gibt's nur eins. Zack. Tod. Scheiße. Immer rein. Vielleicht solltest du das Bett mitnehmen. Wie wär's damit? Wir bauen uns hier einen kleinen Raum. Ja, so weit ist es auch nicht weg, oder? Naja. Gut, wenn man nicht 18 Mal läuft wie ich. Gott, diese Snow-Dinger da. Die Frage ist, ich baue mir jetzt mal Rüstungsteile. Bau mal. Ich nehme deine alte Secondhand und so. Nee, ich baue jetzt einfach, ich versuche jetzt vielleicht zwei Tungsten Schuhe zu bauen oder sowas, ja. Mal gucken. Ja, das ist klar. Nein, nein, nein. Oh. Bin ich in dem Gang gewesen und sind sie von beiden Seiten reingeflogen. Sehr cool. Und habe mich natürlich dann immer in die Gegner reingeschubst. Das ist nicht schön. Das bei mir stand gerade unten, L3 wurde durch. Ja, du wurdest durch, ne? Ich wurde durch. Da bist du einfach mal durch, ne? Ich stell dir mal einen Tungsten-Helm her, weil ich habe ja meinen Viking-Helm jetzt, ja? Jupp. Und die Hände nach hoch, ja. Danke. Ich will mal noch eine Eisenbrustplatte hängen. Kann es sein? Nee, Silber habe ich gestern gefunden. Kann nicht sein. Eisen, Holz, Brust, brauchst du die? Holzbrust habe ich. Okay. Ich habe eine Holzbrust. Aber ich gebe dir mal mein Ohr. Ich könnte dir eine Tin Chestmail oder eine Tin Gree Schuhe oder einen Tin Helm. Ah, Helm brauchst du nicht mehr. Ich hätte noch gern Hosen. Ja. Gebe ich dir. Passt es.
Awesome! Awesome! Wo sind sie jetzt hin? Weg. Du hast mir gerade Hosen gegeben. Ja. Das sind Schuhe. Das sind Schuhe. Es gibt keine Hosen. Ach, da unten. Also Hose gleich Schuhe. Ja. Stiefel. Ja, irgendwie sowas. Ne? Ja, keine Ahnung. Was steht denn dran? Greaves. Hm. Ganz klar, ne? Ja. Da. Macht Sinn. Außerdem habe ich ja meine Schlittschuhe an. Ich brauche ja keine Schuhe. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Ja. Auf geht's wieder zurück. So. Du kannst ruhig das Bett mitnehmen, aber wir müssen halt noch zum Häuslebau was mitnehmen, ne? Ja, mit was? Zum Häuslebau. Wenn wir das Bett jetzt mitnehmen würden. Ach, der Bett. Der Bett. Der Bett ist betriebsbereit. Der Bett ist niemals krank. Der Bett arbeitet schweißfrei. Der Bett ist immer da, schon vor Chef. Und so ähnlich. Sehr richtig. Ich habe heute einen äußerst leckeren Döner übrigens gegessen. Einen gemischten Döner. Hast du schon mal sowas gegessen, L? Oder bist du nicht so ein Döner-Fan? Was ist denn ein gemischter Döner? Ein Döner mit ganz normalem Fleisch, also wie es normalerweise drin ist. Aber vom noch extra mit Hühnchenfleisch. Also mit so gemischter halt. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Da gibt es noch so einen coolen Dönerladen bei uns, der macht eine Currysoße. Wieso gibt es denn Döner mit Hühnchen, verdammt? Hühnchendöner gibt's doch. Bei uns nicht. Hühnchendöner? Bei uns gibt's Döner und es gibt Dürüm. Ja, Dürüm ist was auch. Aber es gibt ganz normalen Döner, wo der Spieß halt sich dreht. Und dann gibt es nochmal den gleichen Spieß, kleiner. Das ist ein Hähnchendöner. Da wird der Spieß dann umgedreht. Nee. Habt ihr das nicht? Nee. Also ich hab's noch nie das gesehen. Hat jeder Dönerladen bei uns. Wir gehen so wenig Döner essen. Boah, Döner, da könnte ich mich reinlegen. Also vielleicht mal einen Monat oder so. Und wenn überhaupt. Oh Gott. Und Naja, da gehst du halt rein und sagst, moin Chef, Döner. Alles klar, mitnehmen? Ja, klar. Und dann gehen wir wieder. Ja, also wir haben. Also ich guck auch nicht auf die Speisekarte von dem her. Hähnchendöner ist meistens ein bisschen teurer. Ja. Kostet meistens so 30 Cent mehr oder sowas. Aber schmeckt ziemlich gut. Wie schmeckt das? Nach Hähnchen? Nein, nach Fisch. Ja. Ich komme von hinten. Ja, super. Oh, Entschuldigung. Ich hab mich gesehen. Oh, super. Ach, da geht's rein. Vielleicht sollten wir. Ach, da ist Wasser drunter, okay. Wollte gerade durchbrechen. Aber ich glaube mal. Ah, mit er von einem Bett getroffen worden, das ist ja fies. Das ist ja gemein. Ja, me too. Oh, viel Rückschuss macht der Pfeil aber nicht, leck mich am Arsch. Wir müssen schon wieder. Leben. Ich mach mal cool. Ja, ich sag's ja, es ist echt schwierig mit diesen Viechern hier, ey. Ich bin ja weiter runter. Wo will der hin? Ja, ich komm nicht ran. Kein Problem, ich mach ihn kaputt. Ah, ich hab's Geld eingesammelt. Sicher. Oh shit. Gut, dass wir einfach hinterher springen, ja. Glaub's nicht. Ja, blindes Verständnis und so. Ja, folge mir blind in den Tod. Auf jeden Fall. Ich muss bald der Todesbereich anfangen. Komm her, du Sau! Hier sind ja einmal mal ganz schön viele. Gibt es eigentlich jetzt unter dem Eis Hölle direkt, oder? Wie sind denn eine Eishölle, mein Ey? Au! Oh, cool. Hallschaden? Ja. Nee, wir müssen nach... Wir müssen nach hier runter. Nach hoch. Ist das rote da links, was so leuchtet? Ja, sag ich ja, das ist das Erz. Nee, das ist das Erz, das man nicht abbauen kann. Das ist dieses Erz, okay. Ja. Was du nicht abbauen kannst. Ich kann es mittlerweile mit meiner Goldpickaxe abbauen, bestimmt. Ach so, du hast sie. Das könnte sein. Nee, ich keine Ahnung. Hier sind wir gestorben vor. Nee, ich glaube, wir brauchen halt diese, wie heißt sie? Dämonit-Ohr. Weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und, oder die Molten. Eine von beiden. Oder die Meteor, der Hexam. Oder Hemex, wie sie heißt. Ha! Was denn? Warte. Yeah. Oh, hat er gar nicht gesehen. Nee, hab ich echt nicht gesehen. Oh, da unten gibt's was. Oh, guck mal. Zwei in einem, wie hübsch. Ja.
Das ist quasi ein gemischter. Gemischtes Erz, lecker. Ja, hast aber richtig, richtiges Premium-Pokémon da oben gefunden. Aha. Bist du das Herz? Was die Zuschauer nicht sehen, ich spiele eigentlich auch mit dem zweiten Char gleichzeitig hier auf der Welt. Und sammle da quasi einen geheimen Vorrat an. Mit das meiner linken Hand verrückt. Quasi auf dem anderen Bildschirm drüben. Aber nicht weiter sagen. Guck mal, da ist wieder so ein Hoflinks. Ich weiß nicht, was die machen. Also. Aber irgendwie sind deutlich weniger Kisten hier. Also Golden meine ich. Und wir sind ja einfach am falschen Biom ja, dafür. Weiß ich nicht. Aber schönes Höhlensystem hier unten. Das kann einiges. L3 beenden. Mein L. Ich glaube, es hat ein Disconnect gehabt. User in your channel, time down. Yep. User entered your channel. Hallo! Ich rede mit dir und man guckt keine Rückmeldung. Ich sag so, hä, L3 beenden? Verdammt! Ich sollte mein Reconnect doch irgendwann mal umstellen. Oder zumindest mal dran denken. Ach, Quatsch. Oh, Mann. Bin ich ja nicht gestorben? Ja, ne? Du bist ja naja, nicht gestorben, verloren. Du bist, das musst wieder runterlaufen. Ja. Aber ich habe Geld verloren. Glaube ich. Hab ich Geld verloren? Ich glaube, ich habe Geld verloren. Das weiß ich nicht. Oh, wie viele Gegner sind denn hier unten? Alter. Hui. Ding, ding, ding. Checkpoint. Naja, ich laufe mal gleich runter. Geil, diese Snowflings, wie die immer zurückrollen, wenn du die wegschlägst. Ja, das ist schlimm, ey. Vor allem, die haben so viel Leben und du brauchst so ewig, bis die dann tot ja, sind. Ja, ich weiß. Mann, stirb doch mal. Jetzt. Stirb. Oh, da hat er noch 26 Leben. Sehr gut. Doch kein Problem für dich. Ja, ich baue einfach mal weiter ab, da wo du angefangen hast zu bauen. Genau. Tu so, als wären die Gegner nicht da. Ja, mache ich. Ich drücke auf mal H. Weißt du, wenn du sie ignorierst, hören sie irgendwann auf. Ja, ein Beetle. Beetle. Wahnsinn. Ja, schlimm. Ich glaube fast, das machen die mit Absicht. Ja, das ist nicht in Ordnung. Nee. Ah, Cyan Hank. Wie das Ding ausgesprungen ist. Ah, wie schlau die Zombies immer sind, ey. Nehme ich gar nicht. What? Ja doch, aber immer wenn du springst, springen sie auch mit und du hüpfst dann voll rein. Ja. Kommt vor, habe ich auch gehört. Alter. So schlau. Ah. Doch, noch ein Stern für mich. Oh, wusstest du nebenbei, dass du nur noch 5 Sterne brauchst für ein Mana-Dings da? Nee, das ist cool. Das wird gut. Das hier. Tinohr, okay. Nützt uns also gar nichts. Totally worthless. Ja, absolut. Du würdest dir, dass der Crafter nicht mehr da ist, weil jetzt können wir den überhaupt nicht mehr fragen. Das ist nervig. Ja, der hängt halt links rum. Weil man kann ihm auch keinen Raum zuweisen irgendwie. Ja. Da steht ja nur noch da, der Raum ist geeignet. Ja. Hat er nicht eine Flagge? Eine eigene? Ja, eben nicht. Ja. Ach so. Also irgendwie ging das bei mir nicht. Ich hätte gedacht, der hat noch eine eigene. Mal nachher gucken. Wollen wir mal schauen. Oder wir bauen dann nebendran schon mal so ein paar Hütten auf für unsere ganzen Hippies. Weil vielleicht würden ja sogar schon welche kommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Räume, ne? Es müssten schon mal eigentlich welche kommen. Ich habe übrigens noch einen Haken bekommen. Noch da muss doch irgendwo ein Haken sein an der Sache. Dual Grappling Hook. Die war so schlecht. Nee, du bringst mir jetzt scheute Gedorne da. Nein, das war uncool. Noch uncooler? Ja, da war es ziemlich blöd für mich. Ich bin da reingesprungen. Eigentlich wollte ich nur das hier machen. Kling. Und das hier. Ach, Mist, die Bombe hat mich getroffen. Blöd. Achso, ich bin noch nicht im Team. Ich dachte mal schon, warum sehe ich dich denn nicht? Du musst mal blaues Team kommen.
Was mache ich jetzt hier? Hm. Ich könnte ja vielleicht. Was ist denn hier? Ha! So kann ich euch treffen. Oh, hier sind wieder so viele Gegner. Das ist echt schlimm, wie viel hier sind, ey. Das ist doch wahr. Drei Fledermäuse, fünf Zombies und zwei von diesen Spike-Dingern oder so. Das okay, ich habe auf jeden Fall ein anderes Biom gefunden jetzt. Ah. Es ist die Hölle. Und dann sollten wir vielleicht nicht so weit runter. Warum nicht? Weil diese lustigen Feuerspeien kleinen. Nee, aber diese Teleport-spannenden Dinger da. Lavasee, ja, mit Obsidian und drauf ist ein Spiked Ice Slime. Der fühlt sich bestimmt wohl. Ja, auf jeden Fall. Ist das Obsidian? Ich guck mal kurz. Ich kann es nicht abbauen, natürlich nicht. Wäre auch so schön gewesen. An der Hölle findest du halt die besten Materialien. Ne? Oh ja, ich hab hier Golderz-Ader gefunden. Naja, aber mit der Ausrüstung. Wir sind nicht ganz runter, ja, aber halt. Wir sind alte Profis, ey. Ich meine, wen drehst du denn hier? Ha? Aber wir können ja zum Beispiel den Hell-Furnace nicht abbauen. Ja, müssen wir auch nicht. Aber hier unten gibt's halt Gold und so ein Scheiß halt, ne? Was auch sehr wertvoll ist für uns. Some shit we need. Oh, beinahe die Lava reingesprungen. Sehr gut. Also es fängt zumindest Lava jetzt an. Es ist halt noch nicht die unterste Ebene dieser Hülle oder sowas. Ne? Also das ist da weit entfernt. Ne? Ja, aber sobald der Hintergrund sich ändert, müssten doch diese kleinen Teleport-Spikes immer noch normale, das sind immer noch normale Fledermäuse hier, ne? Ja. Oh, Pünksten? Nice. Ja, kommt vielleicht noch alles. Ja. So, mal gucken, ob ich es jetzt mal zu dir schaffe hier. Bestimmt nicht. Glaube auch nicht. Aber die Hoffnung, ne? Ich habe eine Statue gefunden. Eine Statue? Eine Truhenstatue. Was kann denn eine Truhenstatue? Das ist eine gute Frage. Und der Andresen Lager. Okay, jetzt kalt? Hat sich auf jeden Fall der Hintergrund verändert. Und die Musik auch. Ja, das merkst du gleich, wenn die Typen sich teleportieren. Wieso bist du in Lava gesprungen eigentlich? Weil ich inkompetent und scheiße bin. Aufnahme stopp. Playback. Endlosschleife. Truhenstatue kann platziert werden. Cool. Ja, nur was bringt sie? Es ist eine Truhenstatue. Oh. Kann man was reinlegen vielleicht? Es ist schon wieder ein Gegner, die spawnt. Also irgendwie. Kann ich anklicken auf jeden Fall. Hm. Naja. So, ich werde mal kurz schmelzen. Bist du doch gerade. Ach, das war ein Witz. Ah ja. Entschuldigung. Du Arsch. Das kriegst du wieder. Warte nur, bis wir in der Hölle sind. Ja. Dann buddel ich aus Versehen einen Block und dir ab, wo ein Lavasee unten ist. Ach. Tut mir leid, da war ich ein bisschen zu übereifrig beim Abbauen. Gesehen. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Ich sehe kein Rot, ich bin farbenhalbblind. Ja. Ja, verstehe. Oh, ich könnte hier einen Kandelaber bauen mit ganz vielen Goldbarren. Die brauchen wir noch nicht. Oh, tolle Idee. Hey, was geht denn jetzt ab?